schlossgeartigen Räumen hatten die... Da war ich drunter, unter diesen Wasserwerfern. Über das aus Ihrer Sicht rabiate... Also ich stand am Rand, ich bin überhaupt... Ich war völlig überwältigt, mit welcher brutalen Gewalt die vorgegangen sind. Christine Oberpauer. Sie ist über den Dächern Stuttgarts zu Hause. Die begeisterte Porsche-Fahrerin kommt aus einer bekannten Unternehmerfamilie. Ihrer Heimatstadt ist sie immer treu geblieben. Ihrer politischen Gesinnung auch. Bis jetzt. Ich bin ja eine jahrelange CDU-Wählerin gewesen und hatte eigentlich vielleicht ein bisschen naiv ein großes Vertrauen in die Politik. Und das ist, muss ich sagen, massiv in letzter Zeit verloren gegangen. Die Politiker müssen wieder mehr in Kontakt zur Bevölkerung suchen und dürfen nicht so abgehoben irgendwelche Entscheidungen treffen. Ihr Bahnhof ist für sie Heimat. Als Kind spielte sie unter diesen Bäumen im Schlossgarten. Heute demonstriert und blockiert sie hier aus voller Überzeugung. Erinnerungen und Emotionen spielen bei diesem Protest eine große Rolle. Das alleine reicht als Erklärung aber nicht. Ich denke, der Protest ist insofern rational, als im Laufe dieser langen Planung ja verschiedene neue Fakten auf den Tisch kamen, insbesondere auch die Verteuerung der Planung. Und im Lichte dieser neuen Fakten muss man natürlich auch die ganze Planung auch neu bedenken, was noch nicht heißt, dass man sie deshalb schon ablehnen muss. Aber es gibt die Notwendigkeit eines Überdenkens. Das sehen Bahn und Land anders. Gestern Mittag, der Park wird geräumt. Der Protest eskaliert, die Situation gerät außer Kontrolle. Über 100 verletzte Demonstranten melden die Einsatzkräfte. Mittendrin Christine Oberpauer. Ich war die ganze Nacht da. Ich habe jetzt noch mal ein Foto geholt, habe gesagt, das kann man nicht begreifen, wie hier mit uns umgegangen wird. Ich war eine friedliche Demonstrantin, ich stand außerhalb der Absperrung. Dass Kinder und Jugendliche weggetragen und verletzt werden, heizt die Emotionen weiter an. Trotz Aufforderungen der Polizei zu gehen, bleiben sie. Heute beteuern die Jugendlichen, die Gewalt sei nicht von ihnen ausgegangen. Da wurden auch keine Steine oder irgendwas geworfen. Ich war hier 10 Stunden im Park, ich bin völlig fix und fertig. Und ich hätte nie gedacht, dass es einfach so durchgedrückt wird mit so einer Gewalt. Auch in Berlin werden die Bilder aus Stuttgart mit Schrecken aufgenommen. Die Opposition macht die Kanzlerin für die Eskalation mitverantwortlich. Die freie Meinungsäußerung der Bürger unterstütze sie, lässt sie ausrichten. Sie haben das Recht zu protestieren. Sie haben kein Recht, den Vollzug einer demokratischen Entscheidung zu verhindern. Die SPD bleibt dabei. Stuttgart 21 soll kommen, nicht aber um jeden Preis. Wir sind nicht dagegen, aber wir wollen das nicht mit dem Knüppel durchsetzen, sondern wir wollen, dass die Bevölkerung darüber abstimmen darf. Genau das will auch die bisher eingefleischte CDU-Wählerin Christine Oberpauer. Darum ist sie auch heute Abend wieder auf die Straße gegangen. 100.000 Menschen sollen es sein, sagen die Veranstalter. So viele waren es noch nie. Jetzt ist wirklich die Politik in Zugzwang. Also wir werden nicht locker lassen, im Gegenteil. Sie haben eher Wut bei uns ausgelöst, nicht Lähmung. Bahn und Politik geraten weiter in Bedrängnis. Und alle warten auf einen Vorschlag, wie es in Stuttgart wirklich weitergehen soll.